eine Auszeichnung nicht nur für den Matthias Mayer, sondern auch für das Land Kärnten. Herr Landeshauptmann, wie sehen Sie die Kärntner Beziehung zum Sport? Ich bin so, so stolz auf Matthias Mayer, so wie 562.088 andere Kärntnerinnen und Kärntner. Es ist sein Verdienst, aber es ist ein Verdienst, der auch eingebettet ist. Es ist ein Team in viele Menschen, die für die Infrastruktur, die für den Nachwuchssport, die für den Skiverband, die für Leistungszentren, Olympiazentren täglich auch ihren Einsatz geben. Und das macht einen besonders stolz. Es ist ein Teil für uns alle. Wir fühlen uns alle, ich würde es einmal so sagen, äußerst vergoldet. Jetzt ist der Matthias Mayer aus einem Sommer, also einer Sommerregion, Kärnten, mitten in den Seen. Wie kommt es, dass da der Wintersport so erfolgreich ist? Naja, Kärnten hat beides. Wir sind ein ganzjahres Urlaubs-, aber auch Sportland. Kärnten ist die schönste Naturarena von Bergen bis zu Seen. Und da werden dann auch so besondere Sportlerpersönlichkeiten wie Matthias Mayer oder, wenn wir in den Speed-Disziplinen bleiben, Fritz Strobel und Franz Klammer geboren. Sie möchten halt möglichst schnell vom Berg wieder im Tal sein, um dann die Genüsse des Tales auch reißen zu können. Also Sie sehen, die Begeisterung schlägt auch akustisch überall Wellen. Wo sehen Sie Matthias Mayer in Zukunft? Ich sehe ihn sicher als einer, der immer mit dem Sport verbunden bleibt, ein Aushängeschild für Kärnten, aber ein Mensch, der mit beiden Füßen fest am Kärntner Boden bleibt, und das ist, glaube ich, auch seine Bestimmung.